Aber ich würde nicht so gut aussehen. Hey meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wieder Haare gemacht. Es ist heute Sonntag. Wir waren gestern aus. Macht man das so? Wir waren gestern feiern. Und ich zeige euch mal unsere Ausgangssituation heute, denn wir machen heute die Haare von meiner Schwester. Das hier ist meine Schwester. Willst du mal Hallo sagen? Du möchtest nicht so... Aber nicht so, wie ich aussehe. Nicht so, wie du aussiehst. Okay, dann lassen wir das. Hier im Hintergrund, das ist Chessy. Chessy, die... bist du bei uns angestellt? Nein, ich wollte heute Nein. Sie hilft mir heute, mal ein bisschen mein Make-up zu organisieren und das Ganze zu säubern. Also das ist heute unsere Ausgangssituation. Lena, die hatte blonde Haare. Ja, also das, was ihr hier seht, das ist alles blondiert gewesen. Dann hat sie so eine Farbkugel drüber gemacht. Und ja, das nimmt dann halt, die Haare nehmen dann die Pigmente an und werden braun und waschen sich dann einfach wieder raus. Bei ihr hat sich das... ich sag mal negativerweise ein bisschen sehr hässlich rausgewaschen. Also es ist irgendwie, hat es wie einen leichten Grünschimmer. Und dann hat sie Extensions drin. Der einzigste Grund, warum ich ihre Haare nicht blondieren wollte mit den Extensions, ist, weil die Extensions, naja, ihr könnt sehen, wie es hier aussieht. Also sie sind irgendwie sehr verfitzt und die waren schon nach einem Monat nicht so schön. Deswegen haben wir gesagt, oder ich habe gesagt, ich blondiere ihr nicht diese Ansätze hier, weil dann entsteht ein extremer Filzbatz und da habe ich gesagt, das mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, müssen wir uns eine Alternative überlegen. Deswegen haben wir das, oder Lena hat sich das dann gewünscht, mal braune Haare zu haben, dass sich jetzt wieder rausgewaschen hat und wir machen jetzt als allererstes die Extensions raus. In der Hoffnung, dass deine Haare hinterher noch gut sind. Also die Extensions gehen eigentlich ganz gut raus. Ich habe schon gerade gesagt, es sieht ein bisschen aus, als wären es Dreadlocks. und wir haben überlegt, wir machen einfach dir komplett Dreads. Okay. Und Rocky hat auch schon wieder seinen Platz. Wie liegt der denn da? Wie liegt der denn da? Rocky! Hallo, hallo! Oh, ist das süß, oh mein Gott. Kann man so süß sein. Kann man einfach nur so süß sein. Schaut mal, so ist der Zwischenstand. Das sind jetzt die Haare, die draußen sind. Und wir müssen noch die ganzen Rückstände rausgucken. Und nebenbei gucken wir. Einfach herrlich. Also wir sind jetzt, wir haben jetzt alle Extensions draußen. Ich bin gerade dabei, die Rückstände rauszukämmen. So sieht das Ganze aus. Ich zeige euch das mal in der Nahaufnahme. Also ich muss sagen, dass da, wo die Extensions waren, sind die Haare ganz schön weggebrochen. Also, I don't know. Ich zeige euch das Ganze mal. Könnt ihr das sehen? Hier ist das Naturhaar, das ist ihre Länge. Und hier sind immer zwischendrin, hier kann man das richtig sehen, das ist genau da, wo der Bonding war und das war auch sehr, sehr verfilzt und ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, wenn alles raus ist, wie das Ganze aussieht. Ist natürlich, du hast es ja noch nicht gesehen von hinten, aber ja. Also ich arbeite mich langsam nach oben. Ich möchte euch mal eine Stelle zeigen, woran man erkennt, dass es nicht gut reingemacht ist und dass, wie es abgeteilt wurde. Also ich zeige es euch einfach mal, ihr könnt es selbst sehen. Also schaut mal, das ist jetzt ein Bonding, ja? Und seht ihr das, das hier, oder? Das ist jetzt zum Beispiel ein Bonding hier. Und könnt ihr das sehen, dass hier an dem Bonding, guckt mal, von wo die Haare kommen, beziehungsweise wie das hier so eine Schlaufe bildet. Und das liegt daran, wenn man beim Reinmachen das nicht, sage ich jetzt mal, in die richtige Winkelhaltung, also die richtige Winkelhaltung einhält oder die Haare einfach dreht und... das liegt daran. Und dann wächst das natürlich auch so raus und dadurch entstehen dann extreme Filze und das hat auch nichts mit Reinigungsschnitt oder so zu tun. Hätte man hier zum Beispiel bei ihren Reinigungsschnitt gemacht, hättest du komplett oberhalb die ganzen Haare abgeschnitten. Und ich wollte euch das einfach mal zeigen, dass ihr auch mal seht, was auch eine Haarverlängerung, sage ich jetzt mal, mit den Haaren bewirken kann. Und ich blende euch jetzt mal ein Vorbild ein, wie die Haare aussahen vorher, also bevor die Haarverlängerung drin war. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass Lena einfach schon mal ein bisschen mithilft, weil die Stellen, ich möchte euch das nochmal zeigen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt über der Kamera so erkennen kann, aber gerade hier vorne in dem Bereich, da wo das, nur da wo das Bonding saß, also nicht wo jetzt ihre restlichen Dings hier, könnt ihr das sehen, ist alles weggebrochen. Also es ist ein richtiger, also man kann sagen, es ist ein richtiger Hair-Fail und Lena ist auch gerade richtig zu heulen zumute und ich muss jetzt echt mal gucken, wie man das irgendwie wieder retten, dass die Haare da schön aussehen. Und wir haben echt schon viele Experimente durchgehabt und sie hatte vorher auch schon Haarverlängerungen. Und da war das halt noch nie so und ja, sie wird jetzt auch in Zukunft erstmal darauf verzichten, eine komplette Haarverlängerung zu machen bis unten hin und ich habe auch zu ihr gesagt, dass ich oberhalb, also eigentlich ist nur dieser Ansatz da, weil diese Extensions, ich habe das schon nach 4 Wochen gesehen, waren die extrem verfilzt hinten und ich habe gesagt, ich blondiere nicht
da, wo dieser Filz ist, weil dann hätten wir es jetzt noch schwieriger. Da wäre jetzt hier oben wäre jetzt blond und hier wären dann totale Flecken drin und ich hätte es nochmal alles aufhellen müssen. Und das wäre ganz völlig Katastrophe gewesen. Und ja, wir machen jetzt erstmal weiter die Haare raus. Ich bin echt traurig. Hat sich Stranguliere an ihren Haaren, die sie nicht hat. Das ist ein Arsch, ey. Nimmst du nachher deine Extensions mit, die auf dem Boden liegen? Ja. Also. Oh mein. Leute, eigentlich ist es nicht zum Lachen. Eigentlich ist es zum Heulen zum Mut, oder? Soll ich mal heulen? Nein. Nein. Oh mein, meine nicht. Aber Rocky tröstet. Das bringt ja deine Haare auch nicht zurück. Wenn du jetzt weinst. Ja, Rocky. Das ist schön. Macht es nur noch schlimmer. Ja, also wir brauchen auf alle Fälle länger fürs Auscammen als überhaupt fürs Extensions rausmachen. Ja, das hatte ich noch nie. Also man hat ja immer so ein bisschen Rückstände drin. Aber ich schwitze schon richtig vor schlechter Laune. Ja, und es ist schon richtig warm. Ich kann wahrscheinlich nicht schwitzen. Mir ist richtig warm schon. Naja. Aber wir haben uns gerade unterhalten, dass, naja, wenn man jetzt, ich würde gerne das nochmal sagen, so, weißt du, als Kunde, also als normaler Kunde, wenn ich jetzt nicht hätte. Irgendwie. Ja, als normaler Kunde, wenn ich jetzt Jenny nicht hätte, ich wäre todunglücklich, würde bestimmt die Dinger noch selber rausmachen, hätte danach nur noch so kurze Haare an meinem ganzen Kopf. Dann kannst du eigentlich alles abmachen. Kann ich mir keine Klatze rausnehmen. Du hast wohl kurzen Kopf. So, ich weiß nicht. Kleinkopf. Kleinkopf. Aber es wäre einfach nur Katastrophe. Ja. Und meistens wird es aber dann immer auf den Kunden geschoben. Nicht richtig gepflegt. Nicht richtig, keine Ahnung. Das ist ja auch manchmal der Kunde, das stimmt, aber... Ich weiß ja, was du gemacht hast mit deinen Haaren und so. Ich bin so froh, dass ich so einen Naturansatz gerade habe. Ich bin so froh, dass ich das nicht alleine mache und dass ich wenigstens Zeugen habe. Weil ich will auch nicht irgendwie jetzt das irgendwie schlecht reden oder so. Weil ich sag mal, wenn ihr meine Videos guckt, dann wisst ihr, dass ich nie irgendwie sage, oh, hier, was hat der Friseur vorgemacht? Nie, das mache ich einfach nicht. Aber ich meine jetzt in ihrem Falle, man muss sich mal überlegen, es sind einfach mal 3-4 Jahre, ja, die jetzt einfach komplett wegbrechen. Und das ist einfach, keine Ahnung, wenn man eigentlich wurde, dann noch... Ja. Nicht, du darfst nicht weinen. Also, meine Lieben, schaut mal, wir haben jetzt hier rausgemacht. Das ist jetzt die Seite, die vorher Follow war. Also, ja, Lena ist sehr, sehr traurig. Dreh dich mal. So sieht es von hinten aus. Geht eigentlich. Wir werden jetzt ein bisschen hier was abschneiden und dann die Farbe ein bisschen anpassen. Gut. Meine Lieben, es ist Montag. Der Sonntag ist vorbei. Ich habe mittelmäßig geschlafen, weil mich das Ganze gestern mit den Haaren von meiner Schwester noch so beschäftigt hat und richtig, das hat mich irgendwie richtig fertig gemacht. Bin heute früh aufgewacht und habe so gedacht, irgendwie, keine Ahnung, es war irgendwie hoffentlich nur ein Traum, aber war es nicht. Ich mache jetzt eine Make-up-Beratung. Dann später nach der Arbeit kommt Lena dann und dann gucken wir, was wir farbtechnisch oberhalb noch machen können. Unseren Plan, den wir ja hatten, konnten wir ja dann nicht mehr umsetzen. Deswegen mal gucken, was ich heute noch machen kann, dass sie sich ein bisschen wohler fühlt. Und sie wird sich dann vielleicht ein paar Clips bestellen und keine... Also sie möchte auf keinen Fall jetzt eine dauerhafte Verlängerung mehr haben. Erstmal, weil sie hat einfach Angst und das kann ich auch verstehen. Und jetzt ist erstmal im Vordergrund Haarschonung und ja. Tag 2. Ja, Tag 2. Wir sehen uns wieder. Wie hast du deine erste Nacht überstanden? Sehr schlecht. Sehr schlecht, echt? Mhm. Hast du geträumt von deinem schlimmen Haar oder was? Nee, ich habe trotzdem nicht geschlafen. Okay. Aber von der Farbe her ist es eigentlich... Die Farbe ist okay. Nicht ganz trocken. Wir müssen jetzt gucken, mal ein bisschen nach unten, dass wir versuchen, hier oberhalb nur so ein paar ganz leichte Strähnen reinzumachen. Und unterhalb lassen wir die Haare komplett in Ruhe. Also die müssen sich erstmal wieder erholen. Und zeig mal von der Fülle her. Welche Fülle? Wellen reingemacht? Nee, ich hatte nur einen Zopf. Na, ich mache jetzt keine Wellen rein, bist du wahnsinnig? Ich hatte nur einen Zopf und dadurch sehen die so aus. Das Problem ist, dass die Haare nicht unterhalb kaputt sind, sondern so lang sind die halt zwischendrin. Kann man das überhaupt sehen? Ja, hier nicht. Überall teilweise halt so. Und das ist jetzt unser Problem, weil da würde nur eine Haarverdichtung wieder helfen. Aber man ist jetzt erstmal geheilt und hat gar keinen Bock mehr auf sowas, oder? Mhm. Mach wieder Stopp. Ich mach Bauchschmerzen jetzt schon wieder, ey.
So, wir haben jetzt hier oberhalb, also noch im Oberkopf, ein paar Strähnen reingemacht und jetzt wirkt gerade eine Tönung ein mit Olaplex. Und dann gucken wir uns gleich mal das Farbergebnis an und werden, glaube ich, doch noch ein bisschen abschneiden, oder? Ja, besser ist. Nachher-Ergebnis. Ich habe hier oberhalb einfach so ein paar Strähnen eingearbeitet. Kannst du mal zu mir schauen. Warte. Wie fühlst du dich jetzt so? Viel besser. Viel besser. Wir haben jetzt noch mehr abgeschnitten und jetzt kann es nur noch besser werden. Nimm mal nach vorne so. Ich will mal gucken. Eigentlich hast du jetzt fast wie Long Bob. Jetzt habe ich Long Bob. Aber ich kann immer noch einen kleinen Zopf machen. Ja, jetzt müsst du ordentlich pflegen. Und ja, zeige ich das Ganze mal von hinten. Ich habe es versucht, relativ kompakt zu schneiden. Wie gesagt, die Strähnen haben wir nur oberhalb gemacht, um die Haare halt unten unterhalb komplett 0 Minuten in Ruhe zu lassen. Und wie ist es jetzt so mit kürzerem Haar? Ist okay. Ja, also als mit irgendwelchen Fusseln hinten dran. Willst du noch irgendwas sagen, so zum Abschluss vom Video? Dass ich noch nie so schlimme Haare hatte wie vorher. Mhm. Dass ihr immer aufpassen sollt, wo er hingeht, mich immer gut beraten lassen sollte, dorthin geht, wo er irgendwie wisst, dass da schon mal jemand war, vielleicht ist er im Umkreis. Und ja, kann auch besser werden. Schön, dass du jetzt wieder lachen kannst. Ja. Das freut mich. Vorhin noch geheult und jetzt. Ich war richtig fertig. Okay. Meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr unten mal einen Daumen nach oben da lassen. Oder einen Mitleidsdaumen, nehmen wir diesmal auch an. und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.